So, hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Was ist heute Plan? Also, bitte links abbiegen. Das Navigationsgerät verrät auf jeden Fall schon, dass ich irgendwo an einer bestimmten Adresse fahren will. Genau so ist es. Willi möchte einen Test machen. Also, Sie hören jetzt über eBay Kleinanzeigen nach dem Canon Maxify. Nach 200 Metern links abbiegen. Also 50-50 gesucht, was es da eigentlich alles an defekte Drucker gibt. Weil die haben jetzt ja einen Drucker gekauft. Bitte links abbiegen. Über eBay. Und den habe ich relativ günstig gekriegt. So, und jetzt hole ich einen Drucker ab. Ich glaube, der ist sogar kostenlos. Den kriege ich sogar geschenkt, den muss ich halt jetzt selber abholen. Das Navigationssystem sagt mir 80 Kilometer, muss jetzt dahin fahren. 80 Kilometer hin, 80 Kilometer zurück, das sind auch 160 Kilometer, was jetzt letztendlich spazieren war, um einen defekten Drucker abzuholen. Da möchte ich jetzt ausprobieren, ob ich den eigentlich auch so einfach irgendwie reparieren kann. Weil ich denke mal, die meisten Drucker, wo jetzt irgendwo defekt anboten waren, die haben irgendwie mit dem Druckkopf ein Problem. Und das zum Richter ist eigentlich, den Druckkopf zum Reinigen ist eigentlich relativ einfach. Ich habe jetzt auch meinen Druckkopf nochmal ausgebaut und habe den nochmal gereinigt, weil der Druck mir sauber genug war und habe den Druckkopf echt, kann man sagen, vergewaltigt. Ich habe den unter der Wasserhahn gehoben, der hat eine richtige komplette Grundreinigung gekriegt. Dann haben die anschließend die Düse gespült, dann nur mit Düsereiniger und haben dann die Düse im Düsereiniger nochmal 3-4 Stunden standen lassen. Haben dann den Düsereiniger mit der Spritze, mit Luft kann man sagen, ja, mit Luft halt einfach rausblasen oder abgesaugt. Den ganzen Druckkopf dann nochmal trocknen lassen, eingebaut, einen Testdruck gemacht und funktioniert echt einwandfrei. Also die Druckköpfe, die sind nicht so empfindlich, wie man eigentlich glaubt. Also ich war ja am Anfang auch immer der Meinung, demnächst links abbiegen, dass die Elektronik auf gar keinen Fall nass war darf, aber es lässt sich eigentlich fast nicht vermeiden. Jetzt der Druckkopf von meinem HP, wo ja ich auch im Ultraschall war. Nach 200 Metern links abbiegen auf die B311. Im Ultraschallbad getan. Der geht komischerweise nicht mehr. Bitte links abbiegen. Jetzt weiß ich doch, was der an Schaden gekriegt hat. Aber ich habe auch irgendwie gar kein Interesse mehr an dem HP-Drucker irgendwie weiterzumachen will. Der war damals, war der schon gut. Der war von der Druckkosten her relativ günstig, weil die Patrone keinen Druckkopf beinhaltet. Das heißt, die kaufe ich mit jedem Patronenkauf einen Druckkopf mit und somit kaufe ich letztendlich nur die Tinte, ist wesentlich günstiger. Dann habe ich selbst die Tinte habe ich dann irgendwann mal selber aufgefüllt, bis ich dann irgendwann hergegangen bin und mir die Patrone gekauft habe, was sie drin sind. Die haben hinten so eine Öffnung, wo man die halt einfach befüllen kann. Das nennt sich CISS-System. Eigentlich richtig gut, aber demnächst rechts fahren. Der Druckkopf, der hat eigentlich schon immer, er ist von Anfang an eigentlich schon immer Probleme gemacht. Und irgendwann habe ich eigentlich sehr wenig Druck, dann eigentlich den Drucker nicht wirklich braucht. Und dann war das dann irgendwann mal eintrocknet. Und dann war mir das nach 400 Metern rechts fahren. Da war mir das nachher eigentlich auch relativ egal. Weil ich habe auch noch einen Laserdrucker gehabt.
Der kann, hat zwar nur schwarz-weiß können, aber... Bitte rechts fahren. Beim Laserdrucker hat man halt den Vorteil, die Patrone kann nicht eindrucken. Der druckt halt so jetzt. Mein Laserdrucker, was ich getan, der ist natürlich von meinem ehemaligen Geschäft da und der hat schon ein paar zigtausend Seiten hat der schon hinter sich. Und irgendwann war die Patrone leer. Dann habe ich eine neue Patrone bestellt. Also das sind ja die Laserkartusche, das sind ja so richtig große Patrone, wo ja so ein Pulver drin ist. Aber dann hat er nämlich funktioniert und keine Ahnung. Wenn bald man dann dringend irgendwas zum Drucker braucht, dann haben wir keinen Drucker mehr gehabt. Das war gerade, wo die Pandemie losgegangen ist und Homeoffice und Homeschool und dann haben die Kinder halt viel Sachen dann auf einmal daheim machen müssen, sondern hat man dringend einen Drucker braucht. Dann ist meine Frau hergegangen und ist halt zum, was geht, Euronix, Mediamarkt, was der Kuckuck, in irgendein Laden ist ja halt gegangen und hat da der billigste Drucker, kann man auch jetzt sagen, das ist auch ein Multifunktionsdrucker, wo es kennen kann, aber wo man halt den Werbeofen zumacht, kauft, dass man von Schul die wichtige Sache auf jeden Fall drucken kann. Und der Drucker, der funktioniert auch, das ist auch gar kein Problem, der macht saubere Ausdrucke, ist auch WLAN-fähig, das heißt, der ist unabhängig vom Rechner aufgestellt. Eigentlich optimal, bis dann die Patrone leer war. Da denkt er, ja gut, so Patrone ist ja nicht allzu teuer. Jetzt kostet aber bei dem, also das ist ein HP Hiwi oder Hiwi 5000, da kostet die Patrone eigentlich ein Vermögen. Hallo, die Schwarzpatrone, wenn du da die größere willst, die nennt sich dann auch XL, obwohl die auch bloß ein paar Seiten drucken kann, kostet glaube ich 40 Euro. Ich habe die Preise jetzt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, wenn du da ein komplettes Patronen-Set kaufst, dann kostet die Patrone nachher fast so viel, wie wenn du neue Drucker kaufst, wo Patronen schon dabei sind. Da haben die Patronen halt dann auch eine größere Füllmenge. Im Auslieferzustand, da ist ja in den Patronen nahezu nichts drin. Ja, auf jeden Fall, dann hat meine Frau letztendlich dann irgendwann nochmal die billige Patrone nachgekauft, wo halt die geringe Füllmenge hängt. Wenn man dann ab und zu mal was druckt, dann kann ich echt sagen, da sind die Drucker gar nicht schlecht. So ein Notfalldrucker. Man kann mal was drucken, dann sind die Druckkosten relativ hoch, aber wenn da dann die Patrone auch irgendwann mal eintrocknen solltet, dann ist der Druckkopf in der Patrone drin und sobald ihr neue Patrone reinmacht, dann ja automatisch auch ein neuer Druckkopf. Aber die Druckkosten sind halt extrem hoch. Also ich schätze mal, da kostet die Seite wahrscheinlich 30 Cent, wenn nicht sogar noch mehr. So. Aber Scanner hat der halt nur Flachbrett, kein ADF, also Einzelblattanzug. Mein HP hat einen Einzelblattanzug, wo auch Duplex-Scanner kann. Das habt ihr wahrscheinlich in meinem Video gesehen, wo ihr den Scanner-Vergleich gemacht habt. Aber da habe ich halt schon immer das Problem gehabt, wenn Post gekommen ist, das ist ja immer so zweifach gefaltet. Wenn ich das dann, wenn es auch teilweise dünneres Papier ist und die wollte dann Beute Seite-Scanner, das hat eigentlich nie funktioniert. Es hat immer Papierstau gegeben, das war immer ein Hackmeck. Somit habe ich halt echt viel Post, was kommen ist, immer irgendwo halt auf den Stapel gemacht. Der Stapel ist dann immer größer geworden und größer geworden. Weil ich halt die Post einfach einscannen wollte, dass ich dann nachher das ganze Papier irgendwann mal entsorgen können will. Man kann nicht immer alles irgendwo abheften.
was sie halt abheftet, sind die Sachen, was sie letztendlich vom Finanzamt kriegt, meine Lohnabrechnungen und halt einfach wichtige Post. Das hebe ich auf, der Rest, der wird eigentlich weggeschmissen. Aber wenn du weggeschmissen hast, dann hast du aber, kannst du mir nachvollziehen, ob du da schon mal irgendwas gekriegt hast oder nicht. Also habe ich eigentlich schon immer irgendwo versucht, die Post einzuscannen, dass sie dann digital wenigstens irgendeine Kopie da haben. Durch das, dass das Scanner letztendlich so scheiße war, habe ich das dann halt immer geschoben und geschoben und geschoben. Und dann halt, wenn die wichtige Sache, wo ich wüsste, das möchte ich nachher abheften, das habe ich teilweise dann gleich einscannt, teilweise dann auch wieder irgendwo auf dem Stapel. Und hat auf jeden Fall Mords durcheinander gegeben. Und ich weiß gar nicht wie, auf jeden Fall, keine Ahnung. Jetzt habe ich ja aktuell Urlaub, und dann war es mir irgendwie langweilig im Internet. Irgendwie bin ich auf Dokumentescanner gekommen. Und dann hat mich das Thema so fasziniert, dass ich da halt mich nach Dokumentescanner erkundigt habe. Was es denn da so alles gibt. Ich denke, ja, komm, da kaufst du mal rein, die sind ja gar nicht so teuer. Es ist ja, ein Scanner ist ja im Prinzip wie ein Drucker, aber der Drucker fällt, also muss es ja auch billiger sein. Pusteblume. So ein Dokumentescanner solo ohne Drucker, die sind echt richtig teuer. Mal von der Leistung her sind die auch richtig gut. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal gucken, was gibt es denn eigentlich im Multifunktionsdruckerbereich für Alternative, wo du halt auch Vorder- und Rückseite gleichzeitig scannen kannst und drucken kannst. Man faxet das dort halt eh keiner mehr. Und drucken kannst und halt einfach mehr Möglichkeiten hast. Auf jeden Fall habe ich mir dann einen Dokumentescanner gekauft und zeitgleich habe ich mir den defekten Drucker gekauft. Und denkt, der ist kaputt. Wenn ich es nicht nachkriege, dann bleibt er halt dann auch immer noch kaputt. Aber ich kann es mal ausprobieren und ich kann vielleicht auch probieren, dass der Drucker, wenn der nicht geht, dass ich zumindest mal irgendwie den Scanner solo zum Laufen kriege. Weil das ist halt auch immer wieder so ein Nachteil. Der Drucker muss eigentlich funktionieren oder der Drucker darf keine Fehlermeldung bringen, weil sonst ist der Scanner davon beeinflusst. Dann kann ich auch als Scanner. Das Problem habe ich schon zigmal in meinem HP gehabt. Der Drucker war mir eigentlich relativ egal. Aber ich habe immer gucken müssen, dass der irgendwie funktioniert, beziehungsweise dass ich keine Fehlermeldung habe, dass ich scannen kann. Und das war halt, ja, das ist immer so extrem nervig, wäre. Sobald der Drucker halt eine Fehlermeldung bringt, funktioniert auch der Scanner nicht. Und das ist halt, das ist nervig. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt den kleinen Dokumentescanner gekauft, den S1300, ScanSnap S1300. Den habe ich auch gebraucht gekauft. Ist ein kleiner, kompakter Scanner, aber mit ADF, also mit Mehrblatteinzug. Da kann ich theoretisch 10 Blätter gleichzeitig einlegen und das scannt die nacheinander durch. So, ich habe das jetzt auch schon ausprobiert mit Mehrblättern. Funktioniert es auch, aber wenn der Stapel dann ein bisschen zu dick wird oder zu schwer wird, dann kommt es vor, dass er halt 2-3 Blätter gleichzeitig versucht zu ziehen. Also wenn man extrem dünnes Papier hat, wie das Baumarkt-Prospekt, kann man das machen. Ein paar Blätter mehr, wenn man aber normales DIN A4-Papier hat, mit 80 Gramm oder was das Standardpapier hat, dann sollte man da nicht unbedingt mehr. Aber das lässt sich dann wiederum im Scanner gut einstellen, beziehungsweise nicht im Scanner, sondern an der Software. Da kann ich dann sagen, das soll das Dokument durchscannen und dann direkt abspeichern. Oder das soll das Dokument durchscannen und mich dann fragen, ob er in das Dokument weitere Blätter einscannen soll oder ob das fertig ist. Und
der Stelle immer hin und her, weil ich weiß ja im Vorfeld, was ich scannen will. Weil wenn jedes Mal die Abfrage kommt, das ist dann auch nervig. Finde ich jetzt auf jeden Fall. Weil ich habe das jetzt so eingestellt, ich lege was auf den Scanner, drücke auf Start, der scannt es durch. Ohne dass irgendeine Meldung kommt, speichert er das selbstständig ab und ist erledigt. Muss ich nichts weitermachen. Da kann ich halt schnell öffnen, wenn Post kommt, ein Brief, dann drehe ich den Eindruck auf Scannen. Den Brief, dann kann ich anschließend einen Schredder schmeißen oder zum Altpapier, je nachdem. Und wir haben keine Arbeit mehr damit. Wenn ich dann irgendwann mal einen Nachgang was suche, dann kann ich über Suchbegriffe kann ich meinen Ordner durchsuchen und finde dann nachher, ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Rechnung eingebe, dann listet er mir alle Rechnungen als Suchbegriff, was ich halt eingebe, alle Rechnungen auf, was irgendwo eingescannbarer sind. Ich kann jetzt auch nach einer Rechnungsnummer suchen oder nach irgendwas halt. Finde ich mega. Ja. Dann habe ich mir jetzt gleich den Drucker gekauft und dann denke ich, ja gut, wenn du den Drucker jetzt zum Laufen kriegst, dann kriegst du es vielleicht so zum Laufen, dass du wenigstens scannen kannst. Lauf beides, der Drucker druckt, der Scanner scannt. Und da habe ich dann auch viel ausprobiert, den Scanner über WLAN. Und dann denke ich, der muss schneller scannen, weil der scannt immer ein, dann macht er Pause. Dann speichert er das, dann scannt er das nächste Blatt ein, macht wieder Pause. Und dann denkt er, komm, dann steckst du einen USB-Stick ein, dann scannt er das direkt auf USB speichern, dann ist er schneller. Dann war er schneller, aber so viel schneller, dass es eigentlich schon fast nicht messbar ist. Also anstatt 2 Minuten 53, 2 Minuten 50, also 3 Sekunden Unterschied auf 3 Minuten, das ist ein Wort, das kann man als Messtoleranz kann man das abhaken. Und dann hatte ich ein paar USB-Anschlüsse, hätte es funktioniert, dann hätte ich den Rechner bei mir am Büro gehabt, was ich aber nicht wollte. Aber ich habe an der Wand habe ich so Powerlan, weil mein Fernseherbox und mein Zweitrechner ist auch im Wohnzimmer angeschlossen und das läuft dann alles über LAN-Verbindung, weil es halt einfach stabiler ist. Könnte zwar WLAN, aber LAN-Verbindung ist halt einfach schneller. Den Drucker damit angesteckt, da habe ich 3 Steckplätze, jetzt sind alle 3 belegt. Und jetzt kennt er das gleiche Dokument ultraschnell, 1 Minute und ein paar zerquetschte anstatt fast 3 Minuten. Das ist halt echt mega. Also wenn du da mal einen Stapel Dokumente hast, dann hocke ich da geschwind an den Canon, druck da ein paar Mal scannen, da kann ich auch relativ einfach im Display, im Menü umstellen, ob er schwarz-weiß oder ob er in Farbe scannen soll oder Simplex oder Duplex. Mal der Vorteil von meinem Scannen Snap S1300, der ist halt, da ist eine Software dabei, die leere Blätter, die leere Seite, die schmeißt die Software automatisch raus. Die scannt er zwar mit, erkennt aber, dass es ein leerer Blatt ist und löscht es wieder. Das kann der Canon nicht. Das ist vielleicht ein bisschen nervig, weil das ist halt ein Haufen Datenmüll, was man hat. Und wenn man dann in einem Dokument was sucht, dann kommen laufend irgendwie leere Seiten. Also da macht es dann auch Sinn, das immer umzustellen, Duplex oder Simplex scannen. Aber das scannt halt echt schnell. Ja, also ich bin definitiv halt einfach begeistert von dem Drucker. Canon Maxify, ich weiß halt, der 5150, der hat das DADF, also das, den Duplex-Scan. Nach 300 Metern links abbiegen auf die B28. Wo er Vorder- und Rückseite in Ohm scannen kann, in Ohm Durchlauf, ohne dass er das Blatt dann wieder zurückzieht, wie es der HP macht. Und da gibt es ein Vorgängermodell, das ist das 27-50, heißt der, glaube ich. Bitte links abbiegen. Der kann das it.
Also das kann nur der 51,50, 51,55 und dann gibt es noch ein 54,30 oder keine Ahnung, was die Bezeichnung jetzt ist. Im Prinzip der gleiche Drucker, bloß hat er dann unten nochmal ein Papierfach mehr. Also der hat zweimal 250 Blätter, was man einlegen kann. Dann gibt es von Brotter ein schwarz-weiß Laserdrucker. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich mir den holen soll. Der kann auch den Duplex kennen, aber der kostet halt schon, der kostet schon wieder doppelt so viel. Der Maxify, den kriegt man neu für 100, wenn man Glück hat, für 150. Aktuell liegt er irgendwo bei 170. Ja, 169, glaubt Mediamarkt oder Amazon. Also so in dem Dreh rum. Was ich für den Drucker echt günstig finde. Weil wenn man jetzt gerade mehr druckt, hat man nicht die Gefahr, dass die Druckköpfe eintrocknet. Man bekommt die Tinte zum Schleuderpreis. Ich habe jetzt nachgemachte Tinte bestellt für alle vier Farben XL-Packung 13,99 €. Ist halt nachgemacht. Kann sein, dass da der Druckkopf dann wieder eintrocknet. Wenn man die Originaltinte verwendet, dann trocknet der Druckkopf definitiv nicht so schnell ein. Aber die Originaltinte kostet auch etwas mehr. Wenn ich da alle vier Farben XL-Packung will, dann liege ich glaube bei 90 €. Wenn ich jetzt nur allein die schwarze kaufe, XL, was man meistens braucht, dann liegt die aktuell irgendwo bei 30 €. 30 € für 2500 Seiten, was man damit drucken kann, das ist günstig. Da kann man echt nichts sagen. Ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich nicht unbedingt so viel Geld ausgeben für neue Drucker, weil ich weiß, ich druck's oder so nicht viel. Früher, da hätte ich die Patrone wahrscheinlich in einer Woche oder in zwei Wochen leer gehabt, aber inzwischen, ich druck nicht mehr viel. Und dann wollte ich mir eigentlich nicht unbedingt jetzt einen besonderen Drucker kaufen. Ja, ich denke jetzt, kaufst du mal den defekten Drucker, ich habe für den Drucker demnächst rechts abbiegen. Den, was jetzt daheim habe, der hat immerhin 30 € kostet und 10 € Versand, dann war ich bei 40 €. Und der läuft. Der läuft wie ein neuer Drucker, was 160 € kostet. Nach 300 Metern rechts abbiegen. Jetzt hole ich mir einen Drucker, den kriege ich geschenkt. Muss ihn halt abholen. Ich fahre letztendlich Benzin, habe Zeit, was ich auf der Straße verbringe. Bitte rechts abbiegen. Und das Navigationssystem, wo mir die ganze Zeit ins Wort fällt. Ja, jetzt hole ich auf jeden Fall den Drucker ab, den kriege ich geschenkt und probiere das aus, ob ich den Ausläufer zum Richter kriege. Und habe jetzt sogar nochmal einen Drucker gekauft über eBay Kleinanzeigen. Den hat jemand angeboten für sage und schreibe 12 €. Irgendwo aus dem Norden oben. Und die hat dann. Die muss den Drucker, glaube ich, länger in Kleinanzeigen drin haben. Auf jeden Fall hat jetzt dazu geschrieben, dass ihn jetzt am Wochenende verkaufen will. Ansonsten schmeißt ihn auf den Müll. Oder entsorgt sind auf der Deponie oder irgendwie so. Aber das ist gar keine 700 Kilometer weg mit Druckerfahrer. Und das ist halt auf Kleinanzeigen ist es meistens so, dass die Sache anboten wird, wo man halt abholen wird. Also eher regional auf eBay ist es eigentlich normal, dass es verschickt wird. Das empfinde ich auch nie. Man findet auf eBay natürlich auch immer wieder Angebote, wo dabei steht nur Abholung. Auf jeden Fall habe ich der gute Frau dann geschrieben, ob sie den FML verschicken kann. Dann hat sie dann zugeschrieben, das weiß ich jetzt. Muss ich erst mal gucken, ob sie so einen großen Karton herkriegt.
Also die Originalverpackung ist wohl nicht mehr vorhanden. Und hat sich dann erkundigt, was sie für Versandkosten zahlt. Versandkosten Hermes war dann 10,40 Euro, für den Drucker will sie 12 Euro. Also haben die 22,40 Euro überwiesen und die schickt mir den Drucker zu. Und dann haben die nochmal zwei neue Drucker. Wenn die Glück haben, kriege ich beide Drucker zum Laufen. Wenn die Pech haben, kriege ich gar keinen zum Laufen. Oder es kann sein, dass ich einen zum Laufen kriege und dafür einen Drucker schlachten muss. Ich habe keine Ahnung, das werden wir alles rausfinden. Auf jeden Fall finde ich das halt spannend, dass so ein Drucker bei vielen halt inzwischen echt so ein richtiges Wegwerfprodukt war. Die Drucker sind in der Anschaffung halt echt günstig. Wobei ein Drucker, was 160 Euro kostet, für das, was er kann, günstig ist. Aber es geht günstiger, wenn ich bloß geschwind irgendwas drucken will. Also kaufe ich mir eigentlich den Drucker eher, weil er halt nur Funktionen hat, wie Scanner oder sonst irgendwas. Und investiere deswegen mehr Geld. Auf jeden Fall gibt es dann halt Drucker, die sind im in der Anschaffung günstig, aber im Unterhalt teuer, weil die Patronen so teuer sind. Oder es gibt Drucker, die sind in der Anschaffung ein bisschen teurer, die Patronen aber dafür günstig. So, und den Drucker, den würde jetzt hier einordnen, der ist in der Anschaffung Mittelklasse. Wenn man jetzt den natürlich gebraucht kauft und mit ein paar Handgriffe wieder zum Laufen kriegt, wie sie jetzt so, dann ist der super günstig. Und die haben dann einen Drucker, wo von der Druckkosten her halt auch noch günstig ist. Wenn ich das hinkriege und das per Video dokumentieren kann, dann kommen vielleicht dann manche, wo dann das Video sehen, auf die Idee, dass sie es selber mal probieren, bevor sie ihren Drucker wegschmeißen oder zum Schleuderpreis verkaufen, ob sie es selber noch mal probieren, dann irgendwie zum Laufen zu kriegen oder ob es dann oder ob es dann mehr Leute gibt, wo bereit sind, einen Drucker zum Kaufen, wo eventuell defekt ist, weil es ist schon mal ein Risiko dabei. Ich habe mich nochmal von weiter Drucker interessiert, der hat bloß geschrieben, defekt, Fehlermeldung, aber dazu, was defekt ist. Dann habe ich dann angeschrieben, was denn defekt ist, dann habe ich auch gemeint, vielleicht auch Druckbild unsauber oder keine Ahnung was, dann hat er gemeint, ne, der Schlitter. Der fährt nicht richtig in Position und rattert immer, stoßt irgendwo dagegen und das ist dann meiner Meinung nach was Größeres, wo ich jetzt sie unbedingt versuchen möchte, ob ich das richten kann. Kriegt man bestimmt auch hin, aber keine Ahnung, da habe ich eigentlich gar kein Interesse dran. Ja, auf jeden Fall bin jetzt sehr gespannt, was mir erwartet, wie der Drucker optisch aussieht und die Einleitung zu dem Video. Wie lange bin ich jetzt eigentlich schon unterwegs? Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video jetzt schon aufnimmt. Auf jeden Fall schon ziemlich lang und ich habe keinen Ersatzakku mitgenommen. Also ich vermute mal, viel aufnehmen kann ich nicht mehr und ich weiß auch gar nicht, wie der Ton ist. Mein Mikrofon ist eigentlich hinterm Spiegel. Ganz oder so kein Richter- oder Ansteckmikrofon mitgenommen. Kann sein, dass der Ton jetzt oder so miserabel war, dass ich es geil hochlade. Aber seid auf jeden Fall gespannt, was kommt. Demnächst rechts abbiegen. Ich werde an der Stelle jetzt auch das Video beenden. Das Video wird jetzt wahrscheinlich auch auf meinen Autovlog-Kanal hochgeladen und es ist immer so ein bisschen Kombination Autovlog und JD-Puls. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Halt auf dem Autoflugkanal so ein bisschen Hintergrundwissen dazukommt. Bitte rechts abbiegen. Und auf dem normalen Kanal, da kommt letztendlich die Ergebnisse. Also. So, jetzt muss ich geschwind lenken, bis ich handfrei habe, dass ich das Video beenden kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.